Ich sehe mich noch nicht. Blub, 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 blub. Jetzt sehe ich mich. Hallo und herzlich willkommen da draußen bei einer total tollen und krassen Spielgeschehen hier mit uns, ja. Mit Bowie und mir. Hallo. Hallo. So, ist wahrscheinlich niemand wach. Solltet ihr auch nicht sein. Geht ins Bett, wenn ihr hier noch wach seid. Gar nicht. Leute, es ist 4.30 Uhr. Ja, geht da lieber ins Bett. Oh, ich höre nicht. Was? Was? Nichts? Ich habe gesagt, Suchtis. Nein, Spaß. Ich bin verwirrt. Ich bin... Ich hatte mal eine Chemielehrerin, sie sagte immer, weil so, ich bin hochgradig elektrisiert. Wir fanden das immer so komisch. Hochgradig elektrisiert war sie. So, das klingt irgendwie, als wenn sie was von euch wollte. So, irgendwie. Aber irgendwie auch süß, oder? Also, okay, sie war eine Lehrerin, anderes. Aber ja. Ja, aber sie war halt auch gerade elektrisiert. Ja. Was auch immer das heißen mag. Wir. Na, später ist sie. Später ist sie denn Killerin geworden und jetzt jagt sie dich. Ja, ja. Sie ist der Doktor nur in weiblich. Ja. Alle. Genau. Ich hatte auch eine Lehrerin, sie hatte ein Glasauge. Das heißt, während das andere Auge sie bewegt hat, hat das eine mich die ganze Zeit angeguckt. Oh Gott. Weil ich im Feuer saß. Hat sich das angetönt? Ja, ich würde so. Wäre ich jetzt bloß zu Hause? Ich plopp dir dein Auge raus, ja. Voll ekelhaft. Es ist Sexfantasien, ich würde dir dein Auge rausnehmen und es abverlecken. Und es wieder reinsetzt. Warum sagst du sowas? Warum sagst du sowas Ekliges? Guck mal. Das Spiel, das ihr gerade spielt, wurde von einem der besten Entwickler und Teams erstellt, die ich kenne. Er ist Produktmanager, also ja. Ja, das ist übrigens der Stream, den ihr gerade guckt, ist einer der hochwertigsten. Wenn nicht sogar der hochwertigste. Hast du einer der hochwertigsten Streams, die wir kennen, ja. Ja, wir kennen halt nur den, aber ja. Aber oh. Davon ist er der Beste. So, mal sehen. So machen wir das. Ich hoffe, dass der Killer einfach noch schläft. Also, so halbmäßig, so. Hallo. Aber mein Glück kommt da lieber auf uns zu. Gott. Dein Ernst! Ich wollte mich gerade umsetzen auf die andere Seite, damit mich der Killer nicht sieht, und dann kam der Check. Es ist, glaube ich, die Krankenschwester oder irgendwie sowas. Es war eine weiße Gestalt. Okay, weil ich bilde mich, ich bilde mir. Oh, jemand wird verfolgt. Wir können das also beeilen. Ich bilde mir schon von der Jägerin das Schlaflied ein. Nee, guck die Krankenschwester, weil ich habe sie vom Weiten gesehen. Und sie hatte was Weißes an und ich dachte so, weiß, Krankenschwester. Wenn eine Krankenschwester Kinder hat, ist das eine Krankentochter und Krankensohn. Wieso? Hä? Das ist nicht witzig, Bowie. Ich weiß. Wer hat schlechte Witze bestellt? Hier ist weil, wenn, naja, aber wenn... Sie kommt halt auf uns zu. Ich bin an ihr vorbeigegangen, aber so, dass sie mich nicht gesehen hat. Wieso verfolgt sie nicht die andere? Oh, sie will, dass wir farmen, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie will, dass wir farmen. Ja, sie will, dass wir farmen. Okay. Vielleicht will sie nur die Krone bekommen. Er ist tot.
Pass auf, ich mach du selber das. Mach du das. Okay. Danke. Señorita. Sie will wahrscheinlich nur die Krone haben. Aber dann soll sie nach der Krone suchen, sie leuchtet ja nicht. Ach so, oh yo, ich hab dich nicht. Na! Oh, guck mal, du bist mir hilflos ausgegangen. Ah, du kannst dich nicht wehren. Ja. Aber guck mal, so weiß ist ihr Gewand gar nicht. Warum sehe ich das als komplett weiß? Du siehst warte mal, warte mal ganz kurz, wir machen nochmal weiter. Vielleicht muss sie ja auch abziehen. Ja. Als Quest. Ja, ich glaube, sie musste mich abziehen. Mhm, guck mal, wer da wieder fährt, das auf dem Boden. Autsch. Ja, komm. Nein, sie hat mich. Oh. So schnell wendet sich das Blatt. Also krieg ich jedes Mal Punkte dafür. Oh, jetzt nur noch einer. Hast du schon genügend Punkte? Keine Ahnung, also du weißt ja, dass ich mehr Punkte für Generatoren kriege als du. Das ist eine tolle erste Runde. Geh mal, lass uns was anderes tun. Geh du schon mal einen anderen zu. Oder eine Kiste oder so. Ja, hier ist schon einer, auf jeden Fall. Wenn du weiterläufst. Ja, GG. Oh. Hab ich heil? Ja, lass mich erst rausziehen. Guck mal, hier ist eine Kiste. Nein, ich möchte nicht von dir geheilt werden. Lass mich in Ruhe. Guck mal, wie der Event-Medikit aussieht. Ja. Wohin zeigst du? Ja, da sie soll mich mal aufhängen. Sie hat in drin der Tod. Dann kannst du mich abhängen. Du wohlgemerkt. Ich hoffe, sie ist. Ja, selbst wenn sie uns jetzt killt, wir haben genug. Und du kannst auch mich? Ja, genau. Der andere guckt so, what the fuck?
Autsch. Voll auf den Kopf. Kriegen wir da zwar nicht die Rettung, aber so. Jetzt ist sie den anderen. Oh Mann, tut mir leid. Alles gut. Bist du ihn? Ja. Was ist denn der andere? Jetzt kannst du aber. Okay. Nicht schreien, einfach. Bei wen heilen? Ja, ne? Ja. So, braucht ihr noch Punkte? Ja, nein, heilen habe ich Max. Eine Krone wäre nice, oder? Stimmt, eine Krone. Guck mal, hier ist. Nein! Egal. Guck mal einfach noch kurz hier vorbei. Das ist der andere. Der nicht. Der aufgemacht hat? Nein, er hat nicht aufgemacht. Oh, da ist eine Krone. Obwohl, ich bin ja schon mal mit einer Krone entkommen, aber irgendwie. Ich hab halt schon Max. Komm jetzt her und hol. Ja. Also nicht du. Ich hab das nur das Komm jetzt her auf mich bezogen. Siehst du den anderen Ausgang? Ne. Ich sehe halt auch keine Krone. Hast du die Krone dir genommen, ja, oder? Ja, die war aber ganz, ganz hinten. Ja. Na, raus. Sie können kommen, ja. Ja, dann müssen wir rausgehen, komm. Ja. Von mir aus kann sie mich auch töten. Das ist auch scheiße. Achso. Ne, um ehrlich zu sein, mir reichen die Punkte ja auch. Ich will immer nur meinen Pip behalten und dann. Aber es ist ein bisschen bescheiden, dass ich keine Krone weiße, weil er auch einfach aufgemacht hat. Das war auch der, ja, Typ, der gesehen hat, dass sie eigentlich farmt. So. Hat nicht nachgedacht, der Dude. Er hat auch nicht mal den anderen da. Oh, aber guck mal. Rette dreimal. Ah, da. Ach so, ja. Ich habe meine Herausforderung dadurch durch. Hm. Wo ist der Ruin? Für uns hat das auf jeden Fall mehr gelohnt als für den Killer. Naja, aber er hat wahrscheinlich. Ich weiß nicht, hat er überhaupt gefunkelt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat er sich keine Krone gesnackt. Aber ja, ich könnte es verstehen, wenn er sich die Krone schnappen. Weil ich hatte es auch überlegt. Ich kann ja jetzt nicht auf die schnelle Killer spielen und lernen und so. Ich hätte die Krone. Doch, ich hätte die Krone. Da, so sieht sie aus. Ich sehe noch nichts. Entkomme eine Prüfung, während du die Talente Bindung, Beweise dich und Anführer nutzt. Toll. Ja, gut, ich muss mal ganz kurz aufs Klo, okay? Ja, beeil dich aber. Ich beeil mich, ja. Gib dir 3 Sekunden. 1, 2, 3. Bist du wieder da? Naja, bald. Wirklich. So, wir skillen Lori weiter. Mir ist das so. So.
Boah, wie gemein. Das war's auch schon wieder mit den Punkten. Also der Heilkasten sieht echt schön aus. Also... ich bin gar nicht so besessen auf die Krone, weil ich finde das bescheiden, dass das nicht ein Ding ist, zum An- und Ausklipsen. Ich finde ja sowieso, sie sollten das so erstellen, das wäre echt nice, wenn sie einfach Jacken allgemein so machen würden, Oberteile allgemein so machen würden, Hose allgemein und Schuhe allgemein. Dass man kombinieren kann und ja zum Beispiel auch Ohrringe und Kopfbedeckung oder Bart und Kopfbedeckung, je nachdem. Dass es halt so mehrere Teile sind, wo man tauschen kann. Das wäre schon nice. Schließe 8 Fähigkeiten-Checks in Folge erfolgreich ab. Das wird ja nicht das Problem sein, oder? Also so oft verkacke ich jetzt nicht. Oder sind das großartige Checks, die sind damit mein? Na, mal sehen. Wie viele Punkte gibt es denn? 60.000. Boah, boah, boah. Das schaffen wir doch. So, da Bowie uns jetzt alleine gelassen hat, überlegen wir, wie wir ihn quälen können, wenn er wieder da ist. Da ist er. Ja! Was hast du, wenn ich wieder da bin? Was? Was? Ich weiß nicht. Was ist los? Was hast du schon wieder vor? Hä? Ich hab gar nichts vor. Ich bin unschuldig. Ja, ja. Ich bin unschuldig. Unschuldig bist du, sagst du. Hab ich da einmal mein Handy nicht mit aufs Klo genommen und schon. Wir werden hier Intrigen gemacht. Ja, einmal Handy nicht mitgenommen. Ja. Weil diese scharfen Mini-Gurken haben meinen Magen nicht so gut getan. Oh. Waren die wirklich scharf? Die waren nicht so scharf, nicht extrem. Und ich weiß auch nicht, ob es... Aber weißt du, was ich liebe? So richtig krass knoblauchige Gurken. Gewürzgurken. Mm. Die sind einfach nur geil. Also danach kannst du auch niemand mehr küssen, aber mich will eh niemand küssen. Also von daher passt es. Ja... aber Knoblauch, ich stehe sowieso total auf Knoblauch. Ich habe mir jetzt extra eine Knoblauchpresse geholt, weil ich, ja, Knoblauch ist geil. Knoblauch. Ich mach zum Beispiel so Knoblauch. Es wird ja Knoblauch verkauft, so in Marinade quasi. Hm. Weißt du, so wie die Gurken in so einem Glasbechern, Gläsern, wird auch Knoblauch verkauft. Ist auch nicht so scharf. Guck mal, jetzt ist wieder das Problem. Jetzt war gerade der Killer freundlich. Jetzt habe ich halt keine Angst mehr vor ihm. Das ist nicht so gut. Wenn er kommt und ich denke mir so, ja, da ist der Killer. Sagt mal einen Tag, hallo. Hallo, ich bin Nako. Hallo. Ich bin Nako. Wir sind das Mechatroniker-Team, was hier die Generatoren reparieren soll. Wir wurden bestellt, um die Generatoren zu reparieren, weil... Weißt du, aber Mechatroniker tun ja keine Generatoren reparieren, oder? Die tun ja eigentlich so... Irr ich mich? Ich kenne mich mit den... Ja, Motor. Ein Generator ist ja... Fast ein Motor, ja, aber... ist auch kein Motor. Ja, aber Generator ist Bestandteil eines Motors, oder nicht? Doch, stimmt, das könnte sein. Ich stelle mir vor, dass der Generator nicht der Teil der Energie ist, Strom liefert und Motor ist das, was sich bewegt und für mechanische, irgendwelche Ausführungen von irgendwas, zum Beispiel Tore öffnen, die ihr dient. Die laute Musik bei der Jagd ist nur dazu da, die Geräusche der Überlebenden zu übertönen, damit sie eine Chance haben zu entkommen. Das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Beziehungsweise haben sie das bestimmt schon längst genervt oder so, keine Ahnung. Aber man, es stöhnt ja so laut. Aber stell mal vor, du könntest es ausschalten. Also nicht das, weil du brauchst ja deinen... aber als Killer, dass du... Bitte bringt mich nicht um, ich habe Kids und Kinder. Was? So, wo ist Bowie, wenn man ihn mal braucht? Da ist Bowie. Hallo, Bowie. Guck mal. Habe ich gerade ein bisschen Kritik. Vorwurf oder... ja. ...gehört?
Und einen Reparierer. Ohne dich umzusehen. Jägerin, Alter. Komm, wir gehen. Also, wirst du jetzt ja mal verfolgen? Okay, ja, dann. Der auch nicht zu uns läuft. Oh. Da links läuft der aber nicht zu uns. Ich glaube, er wird gleich liegen. Das habe ich nicht gesagt. Du hast es beschwört. Ja, das sage ich auch so. Ich gehe mal weg, du kannst langsam hin. Keller, du bist im Keller. Okay, das hat mich nicht gesehen. Das hat sich sterben lassen. Oh, ihr Ernst. So, ich bin mal tot am Nummer 1. Weißt du, und ich habe einfach noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Ich habe nur ein bisschen gewartet, damit die Killerin nicht zurückkommt. Ich frage mich, ob es ihn oder sie gekränkt hat, dass er oder sie alleine als erstes hing. Ich bin an das leuchtende Totem dran. Ich bring mal viel Abstand. Ich war gerade in meiner Nähe, hat mein Generator kaputt gemacht. Oh, sie ist immer noch hier. Du bitte nicht hinter dem Baum nach. Guck nicht hinter dem Baum nach. So, Totem Nummer 3 ist vor mir. Komm lieber nicht in die Richtung, mein Generator ist gleich fertig. Das ist ja auch komisch, oder? Den ersten haben wir gemacht. Den zweiten hast du jetzt alleine gemacht. Was macht der denn noch? Das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht ist er gegangen, weil der andere AFK ist oder so.
Warte, bis die einmal vorbeikommen. Der andere schon nichts macht. Ich bin in der Nähe des. Ach, guck mal. Der Renner wird verfolgt. Kaitaro. Ja. Und ich kann da ihn ein bisschen hinhalten. Ich mache hier einen Generator, mach du deinen. Meine ist schon bei der Hälfte. Oh, gut. Meiner ist ein Drittel. Meine ist aber auch ziemlich scheiße positioniert, deswegen gut, dass ich den jetzt mache. Obwohl, ist das scheiße? Ist, doch, nee, doch nicht. Ist ziemlich weiter außen. Aber in der Nähe des Gebäudes halt. Oh Mann, ey. Ich hab meinen einmal verkackt. Ich mache ein Totem. Macht. Müsste Nummer 4 sein. Boah, es ist knapp gewesen. Sie verfolgt Kaitaro nicht mehr. Was macht die Killerin überhaupt? Sie war jetzt an meinem Generator. Ich trau mich nicht so recht da nochmal. Ich höre sie halt. Ah, oh, da ist sie. Sie läuft irgendwo außen. Mach den letzten Totem. Sie ist hinter mir. Aber der Random ist an meinen Generator. Sehr gut. Ich renne hier einfach mal ein bisschen rum. Bisschen Verfolgungspunkte sammeln, ja. Ich glaube, sie ist schon wieder weg. Ja, ich habe sie schon wieder abgehangen. Ja, ja. Ich hoffe, dass Kaitaro an meinem Generator weiterarbeitet. Ich habe eine Krone gefunden. Ich leuchte, ich leuchte, ich bin ein Glühwürmchen. Das ba, 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 ba. Hier am Ausgang ist noch eine Krone. Snack sie dir. Geht nicht, ich hab doch eine. Achso. Kaitaro wird schon wieder erwischt. Guck mal, wer da ist. Hallo. Wow, du bist ja echt. Das sieht bezaubernd aus. Wenn wir zu deinem. Guck mal, da ist die Krone. Du kannst sie kurz. Aber wozu? Ich hatte doch schon eine. Oh, okay dann. Er ist weit. Ah ja, stimmt. Macht ja dann keinen Sinn. Ist dein Gen? Ja. Ist das der, den du gemacht hast? Nee. Soll ich rübergehen? Nee. Von wo kommt hier?
Ah, oh, sie ist hinter mir. Du musst abhängen gehen. Doch nicht. Doch? Oh, nein. Ja, sie ist hinter mir. Sie ist hinter mir. Nicht mehr. Sie verfolgt gar nicht so richtig. Sie... Sie geht auf jeden Fall, glaube ich, zu euch. Nice. Hab's gerade so geschafft, sie so. Bist du wieder an dein, also da, wo wir gerade waren? Ich bin wieder an dem. Oh, muss jetzt nur noch den Weg dahin finden. Retter hat wieder verfolgt. Also ich mach den aber schon mal weiter, ne? Ja, ja, du sollst ihn weitermachen. Du sollst ihn fertig machen. Ah, da kannst du ja auch schon. Hä? Sie ja, sucht halt nur strikt. Ich verstehe diesen Killer nicht. Ich auch nicht. Oh, kotzig. Ich weiß halt auch nicht, ob sie ernst spielt. Es ist unerschlüsslich. Bist du wieder an deinen? So ja, lang? Aber sie kommt halt. Kommt wieder. Ich guck mal unten, ob da noch einer ist. Ah, sie hat mich gesehen. Ah, sie verfolgt mich jetzt. Okay. Also ein Drittel ist meiner, der ist halt im Gebäude. Das ist gut, ich darf nicht, dass sie danach gucken. Also sie läuft halt immer zwischen den beiden. Oh Mann, ey, ich kotze. Jetzt ist sie hinter mir. Oh Gott, ich weiß halt nicht wie. Wie kommt man hier nochmal raus? Oh oh. Okay, so. Ich habe hier noch eine Krone gefunden. Und so, mich verfolgt sie nicht mehr. Ich glaube, sie passt halt enorm auf ihre Generatoren auf. Dass das Spiel irgendwie unnötig in die Länge zieht. Du Arschgesicht. Random ist am Tor, werden sie wieder zu einfach so abhauen. Weiß ich nicht. Hab. Ja, aber ich wollte den halt durchziehen, ganz ehrlich, auch wenn sie kommt. Ja, okay, guck mal, sie macht. Tilda, sie hat nicht aufgemacht oder der Killer ist jetzt da, weil sie bewegt sich gerade sehr ruckartig. Ja, ich glaube, Killer ist bei ihr. Sie läuft in unsere Richtung.
Ach, stimmt, das ist ja auch noch ein Tor. Das schaffe ich nicht mehr. Shit. Lauf, 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 lauf. Versucht das Tor noch zu öffnen. Ach, guck mal, Kaitaro ist auch noch nicht draußen. Ich habe irgendwie erwartet, wo sie... Also das zweite Tor ist jetzt auch offen, wenn du mir entgegenläufst. Ja, ich lauf zurück. Soll ich dich heilen? Ja, mach mal schnell. Oh nein. Oh Gott, nein. Warum ist sie nicht raus? Gucken, ob wir sie noch irgendwie... Oh, sie ist disconnected, also lass uns rauslaufen. Ja, okay. Oh, ich wäre doch hingegangen. So, lauf. Steh nicht im Weg rum. Ah, was in der Runde, ey. Ah, ich hab die Krone. Ich bin jetzt eine Prinzessin, oh Gott. Ja. Mit zwei Zöpfen. Ab mit deinem Kopf. Ich habe zwei Pips bekommen. Aber ja, sie hat ja auch die Runde unnötig. Zwei Pips? Boah, was hast du für Punkte, Alter? Ja, da, hallo. Oh. Wie oft ich... Guck mal, ich war die ganze Zeit alleine an dem Generator. Ja. Und, ja, trotzdem habe ich die Punkte fast voll gehabt, weil sie halt so dermaßen die Generatoren beschützt hat, dass ich halt immer wieder weg und nochmal hin und dann hat sie es zurückgesetzt und... Guck mal, wir haben einen Generator am Anfang zusammen gemacht und danach hast du zwei alleine gemacht und ich zwei alleine, so, weißt du, so kann man das so sagen. Hast du den letzten gemacht? Ja. Oh, dann haben wir alle... Ja, wir haben alle gemacht. Vor allem, ich bin an gar keinen gegangen, wo er schon irgendwie repariert war. Sie hat mich ja auch danach gefangen, also. Aber ich wollte ihn halt unbedingt durchziehen. So, dadurch, dass sie immer so überraschend kam, habe ich ab und zu mal verkackt, zweimal. Und dadurch habe ich die Fähigkeiten Checks in Folge nicht erreicht. Nein. Aber das ist okay. Das ist okay. Es ist halt kaum ein legit. Was? 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 Oh Gott, ja, du bist schnuckelig manchmal. Ich bin was? Schnuckelig manchmal. Ah, ja, du auch. Oh, guck dir mal näher an. Boah, die sieht ja echt stark aus, sag ich mal so. Ich würde nicht männlich sagen, nein, nein, nein. Stark sage ich, stark, unabhängig und... Und Jesus ist auch dabei. Ja, Jesus. Jesus. Es ist immer schön, wenn Jesus mit uns kämpft. Ja. Oh, ich muss mein Midi-Kit wieder loswerden. Dein Ding-Dong wegmachen. Mein Ding-Dong. Guck mal, siehst du aber, Jesus schwebt. Siehst du das? Ja, tatsächlich. Guck mal, wenn du mach mal auf Überlebende ganz kurz und dann machst wieder weg. Und dann guck auf ihn und du siehst, dass er schwebt. Es sieht so aus, als wenn er hinten stehen würde, aber er schwebt eigentlich. Jesus verwirrt. Ja. Ja, ja, er schwebt. Ist ja genial. Aber diese Konfetti, sie bereiten mir irgendwie voll gute Laune. Da 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 da. Wir haben noch zwei Stunden, voll cool. Oh, wir haben erst eine halbe Stunde gespielt. Ah, oh, so schön. Wir haben noch so viel Zeit miteinander. So viele Runden. Aber wir haben auch erst, war das die zweite Runde, die wir gemacht haben? Ja, die zweite. Oh. Wir haben beide bisher
bestanden. Und die erste war natürlich sehr, sehr schwierig. Und die haben wir trotzdem, die haben wir trotzdem geschafft. Ganz knapp. Ich habe gestern nachzugucken, welche Idee ich heute habe. Muss ich mal gleich machen. Achso, ja, ich müsste auch noch, aber ich muss mit einer anderen spielen und dann. Ja, ich werde es mal machen. Gerade jetzt, wo die Killer müde sind. Hoffnung, sie sind müde. Sie haben keine Lust zu spielen. Ich bin nicht tot, es geht mir schon viel besser. Ich würde gerne etwas spazieren gehen. Guck mal, da war gerade ein Functionality-Tester, ne? Also, sie haben Leute, die die Funktionalität des Spiels prüfen. Machen die wohl. Ich weiß nicht, wie gut sie das machen. Guck mal, der scheint zu laggen, der Killer dauert auch immer. Dauert auf jeden Fall länger. Aber jetzt, okay, jetzt für sie der Balken. Wir essen viel Schokolade im Büro, also so richtig viel. DVD-Mobile-Game-Programmer, ja. Die einzigen Geschmackssorten, die es in den Reichen des Entitus für Eis gibt, sind Pferdefleisch und Schmerz. Creative Director, das war jetzt nicht so kreativ, ja. War das kreativ? Oder verstehe ich das? Ich verstehe normale Sterbliche. Wenn alles verloren scheint, dann stupse. Ah, nein! Jetzt weiß ich nicht, wie der Satz weitergeht. Oh, aber wir können hier direkt einen reparieren. Das nennt sich natürlich. Aha. Nein! Rennst du ihn einfach rein? Ja. Unglaublich, Bowie. Was soll denn das? Ich habe nicht auf ihn geguckt. Ich bin gelaufen, weil ich Panik bekommen habe. Hätte ich auf ihn geguckt, hätte ich vielleicht ausweichen können. Aber hätte Fahrradkette, weißt du doch. So, komm, er hat schon jemand anderes. Oh, der vierte Survivor hat keine Zeit verloren. Ja, ich bin bei Totem Nummer 1. Ich weiß nur nicht, ob ich das fertig kriege. Mann, ey, nein! Das. Das verfolgt ja schon wieder mich. Aber du bist noch nicht verletzt. Nein. Man, und ein Drittel des Generators. Weil jetzt wird er wütend. Jetzt kaut er mir eine aber wieder rüber. Nein. Nein! Der Renner hat voll abgeschmiert, Mann. Na guck mal, ich sehe den Toten. Da wo ich hänge, gegenüber von mir ist ein Toten. Kannst ihn gerne machen, bevor du mich abhebst. Wenn du möchtest, natürlich. Nein. Oh, fast verkackt. Jemand läuft gerade zu mir. Gut, das bin ich. Das ist nicht. Das ist Jesus. Und er leuchtet. Oh, oh. Er ist hinter mir. Ach, dich haut er an, weißt du? Bei mir muss er. Komm!
Ah, da ist... Irgendjemand sitzt an meinem Generator, was gut ist. Hast du das Totem gemacht? Ja. Ich geh mal zu dir. Er ist auch in Richtung zu euch, aber ansonsten kommt niemand. Nice. Jetzt kommt der, der einen Generator. Oh, er wird vor dir da sein. Ja, nein, nein, nein! Du blöde Kuh, du! Ja, natürlich! Das war jetzt nicht günstig. So eine blöde Kuh, ey! Weggewastet. Ich weiß aber. Ja, was soll ich denn machen? Ich will nicht schon wieder hängen. Ja, ey, wirklich, was soll denn das von der? So eine bescheuerte Kuh, ey. Komm jetzt bitte direkt zu mir. Pass auf, pass auf. Ja, geil. Renn bitte weg. Ja, ich versuch's. Jesus ist bei mir. Ja, er ist wieder hier. Ja, okay. Ja, er tunnelt. Kannst du bitte reinrennen oder so? Ich bin also wir sind beide tot, wenn wir hängen. Ja. Oh. Okay. So, ich bin nicht. Ich gehe jetzt ganz weit weg vom Ausgang. Okay. Oh, hier ist eine Luke. Soll ich dich heilen? Soll ich dich heilen? Bitte, wenn du. Wir lassen jetzt die anderen einfach die Ausgänge machen. Damit wir da nicht. Sorry, aber die eine wirklich. Jesus kann ja nichts dafür, aber. Lass uns lieber. Lass uns mal lieber. Jemand hat auch gemacht. Ich weiß noch nicht wo. Ja, und geht natürlich wieder direkt raus. Also der Ausgang, der hier bei uns näher an uns dran ist, hier. Geh ruhig. Bleib dann einfach dort am Ausgang, dass er dich nicht kriegen kann. Ach, verdammt. Ja, tut mir leid, aber hier. Ja, das... Die... So, ich gehe dann auch raus. Er kann ja nicht bei der Luke sein, aber er hatte genug Zeit.
Wo ist er denn? Jesus. Oh, was für eine blöde Nazi. Wirklich. Rang 1. Hat natürlich wie ein Rang 1 Spieler gespielt. Total, absolut. Total. Cool, ja. Kann das sein, dass wir die Einzigen waren, die da runter hingen? Ja, ne? Ja, waren wir. Aber weißt also. Du, ey, das ist halt auch bescheuert. Ich meine, sie ist schuld, dass ich das zweite Mal hing. Kann ja mal passieren, dass man hängt. Dieses Gefühl, wenn man weiß, okay, dann bist du noch einmal dran, dann bist du tot und dann läuft man schon viel besser vom Killer weg. Komm, ich muss noch zwei Killer starten. Ach, Daily, genau, vergiss Daily nicht. Nutzer ist. Ah, schon wieder Killer Daily. So. Werde als Ace Visconti insgesamt 120. Oh Gott, ey. Ey. Als Ace. Oh. Ich habe keinen einzigen Perk bei ihm. Ace. Na, ich nehme ihn einfach mal, damit. Das ist jetzt bescheiden. Das ist ja. Spaß. Meinen die wirklich, Fähigkeit ist ein Check und Folge quasi? Einfach nicht verkacken. Sehr große. Hattest du das einfach schon? Ja, einfach nur nicht verkacken. Ja, hatte ich jetzt letzte Runde. Aber dann war ich wohl zu wenig. 8 Stück, ja. Okay. Ja, ich habe auch viele Totems gemacht. Ja, dann war ich viel am Haken, viel weglaufen damit beschäftigt. Guck mal, vor allem der Random, weißt du, er saß ja da in der Nähe und hat den Generator gemacht, während ich hing. Und er ist die ganze Zeit nicht hergekommen und dann repariert er seinen scheiß Generator, den ich ja angefangen hatte. Und dann, wenn es fertig ist, rennt er hin und hebt mich ab, wo der Killer aufmerksam geworden ist. Weißt du so, anstatt er mich ja vorher runter und dann wieder da, er hätte mich eh getunnelt. Weißt du so, ja. Dann hätte ich aber mehr Zeit gehabt, weißt du? Aber wenn er sowieso schon hinläuft zu mir, weil er dort zum Generator gehen möchte, dann, ja. Perfektes Timing halt. Erstmal, das ist so wie wenn jemand zu dir kommt, erstmal den Generator verkackt und du dann gejagt wirst. Obwohl du verletzt bist, ja. So, du rennst zu jemandem, um geheilt zu werden und er verkackt erstmal seinen Generator und du denkst dir so, ja. Er weiß noch gestern, dieser eine Jake, der vom Killer wegläuft und sich dann so ersprintet und versteht sich dann. Ja, neben mir! Du dich ver- ja, ja. Die Grasspuren, ne, die jucken ihn nicht. Ne, er hat sich schon so versteckt, dass er sich hinter mir versteckt hat. Und ich war verletzt und ich denke mir so, ja, buh. Buh, habe ich gedacht. Wenn alles verloren scheint, dann stupse der Grimasse auf die Nase, um eine größere Chance zum Überleben zu haben. So, ich muss jetzt mit ihm weglaufen. Das schaffe ich nicht in einer Runde, aber ja. Wir können ja mal anfangen. Ja, ich hol mal, wenn ich schon den Perk nur mit ihm dabei habe, gucke ich auch mal in eine. Das ist schlecht, weil da wird mir Verfolgung nicht so angerechnet. Ja, das. Wow. Das ist auch schlecht. Aber ich meine, ich hätte es auch gemacht. Dankeschön. Nein, ich hab's nicht gemacht. Nein, nein, nicht du. Ich meine nur sagen, Dankeschön, dass sie mich ausgerechnet so. Ja, ich habe versucht, mich zu verstecken, aber sie ist, ja. Ungünstig alles gewesen. Ungünstig.
Ich bin immer noch der Meinung, das Spiel braucht keine One-Hits. Ich mach mich langsam auf den Weg zu dir. Ist sie noch in deiner Nähe? Nein. Oh, dann kann ich dich auch abhängen. Sie ist ja da, wurde ein zweiter Typ, wurde gerade umgehauen. Aber ja, der andere läuft auch zu mir. Ich glaube, sie wird unweigerlich gleich zurückkommen, aber ja, ja. Soll ich dich? Ja, mach einfach, sonst komme ich in die zweite Phase. Nee. So oder so. Ja, ich werde doch sowieso abgefahren, weißt du doch. Dann heilt derjenige dich noch nicht mal. Einfach abgefahren und weggelaufen, das ist so. Ja, sie kommt. Er hat mich dazwischen geworfen. Ja, hab ich gesehen, danke. Nur weil ich Ace bin, ich möchte es trotzdem als, wie toll ich bin, wahrgenommen werden. Ja, das wird mir nicht so viel helfen. Na, lass mich in Ruhe. Das war doch ein Fehler von mir, oder? Ja, dachte ich mir. Aber ist egal. Wir haben jetzt einfach Ego-Perspektive. Warum? Ich hab sie gerade verarscht. Das ist geil. Was hast du gemacht? Weißt du, sie hat in den einen Schrank geguckt, ob da jemand ist. Und ich dachte, ich lenke mich mal so in Richtung den anderen Schrank, damit sie denkt, da ist jemand. Ah, und sie guckt sich das so genau an und denkt sich so, ah, okay, ist doch hier. So genial, aber sie ist halt noch hier. Sie sieht jetzt wahrscheinlich auch die andere, ja. Jemand von euch müsste herkommen. Ich komme. Killerin lungert hier noch ein bisschen rum. Aber jetzt geht's so ein bisschen. Oh, sie ist echt süß. Oh, sie kommt zurück. Ah, doch nicht. Sie war hier gerade im Haus. Wie ging das jetzt nochmal in dieser Phase? So, wenn mich niemand abheben kommt, dann höre ich einfach auf. Und gebe einfach auf. Guck mal, ich bin schon in der... Ja! Heil mich! Los! Und mein Ace ist ein Lizi... Hab ich nicht gesehen. Shit. Das verfolgt mich. Vielleicht sollte ich Punkte fahren. Was macht denn der Random? Normalerweise sind doch Randoms so bla. Jetzt. Da ist er. Ach, guck mal, der Generator im Haus ist fast fertig. Okay, sie hat mich, glaube ich, verloren.
Da, ba, 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 ba. Meiner ist fast zur Hälfte. Siehst du dem Haus? Ich habe erst so wenige Punkte. Okay, jemand hat verfolgt. Sie läuft zu mir ins Haus rein. Sie wird gemodiert, oh shit. Oh shit. Oh, bitte sieh mich nicht. Sie geht ja erstmal zu dem, was ich da fabriziert habe. Ach, verdammt. Was denn? Ich habe Generator verkackt. Tut mir leid, David. Verdammt, sie hat mich gesehen. Ja, wenn sie mich gleich kriegt, dann bin ich ja, werde ich gemodelt. Shit. Ja, ich werde gemodelt. Ja, okay, selber schuld, ich habe den Generator verkackt. Hallo Lobo, moin. Lobo, moin. Guten Morgen, so früh am Morgen. Das Ding ist, ich will ja gar nicht entkommen. So unbedingt, ich will ja nur gejagt werden. Also nur zur Info, falls wenn du Punkte erfahren willst. Im Haus, da wo die Theke ist, wo die Bar ist, glaube ich, ist tot. Oh, okay. Na, Punkte sind auch nichts. Ich krieg heute in dieser Runde eh nicht so wirklich Punkte. Und der Generator, der im Haus ist, ist auch fast fertig. Also ein ganz großer. Ja. Ich mache mir hier einen neuen. Weil den würdest du ja auch jetzt bewachen, denke ich mal. Oh, David King macht gleich. Wie geht's dir, Lobo? Spielst du das Spiel auch? Und oh. Sehr schön. Oh, guck mal. Ja. Was? Hä? Sie hat auch gehört, sich zu verfolgen. Warum? Sie ist jetzt, ich glaube, sie geht zum Ausgang. Sie wird die Ausgänge überwachen. Wenn sie denkt, dass du ihn ablenkst. Sie. Wollte ich auch. Ich wollte, dass sie mich nochmal moriert. Du musst doch 30 Sekunden weglaufen, oder nicht? Weiß ich nicht. Oh, guck mal! Bowie liegt hier einfach faul her und... Hier! Das ist nicht wahr. Was? Kannst du bitte aufhören, hier zu faulenzen, während wir hier... Nehmen meine Leiche. Das mich ordentlich. Nicht hier. Das Totem ist nicht hier. Ja, wo dann? Wo war das? Guck mal, hier liegt auch noch die andere rum. Okay. Egal, ich guck da, dass ich rauskomme. Ja. Aber ich weiß ja auch nicht, wo der Ausgang ist. Ah, Lobo hat das Spiel gar nicht, okay? Wie kommst du dann zufällig an den Stream oder interessierst du dich für dieses Spiel? Luca. Ich höre dich, Luca. Komm. Spür sie, Luca. Sei sie, Luca. Ich springe in die Luke. Ich verbinde mich mit ihr. Aber das Spiel ist toll. Macht mir nur ein bisschen Angst. So, mal hin. Mal sehen, wie lange wir jetzt von ihr verfolgt wurden. Ach, guck mal. Meine Herausforderung ist auch durch. Super. Nice. 60.000 Punkte. Naja, damit nehme ich. Ja, lol.
So, dass ich so viele Punkte habe. Obwohl ich nicht ernsthaft gespielt habe mit Ace, weil ich nur verfolgt werden wollte. Ich habe so überlegt, ob ich mich reinwerfe bei anderen, aber ja, ich dachte so. Bisschen Produktivität sollte ich vielleicht. Was ist das? Blende den. Oh, oh Gott, wie soll ich denn den Killer so oft blenden? Ja, das frage ich mich auch. Musst du echt. Die Runden werden schrecklich sein, wenn man versucht, das zu machen die ganze Zeit, glaube ich. So, wir fassen also zusammen. ...48 Sekunden und ich muss 120. Guckst du es dir regelmäßig an, Lobo? So, erstmal was trinken. Du investierst Punkte in Ace. Ja, ich überlege auch, ob ich das lassen soll. Ja, ich nehme mal das mit. Und blub. Safe and sound. So. Könntest du dich eigentlich, guck mal, wenn du 3 Stunden lang DBD spielst, ja, könntest du dich dann am Ende an jeden einzelnen Killer erinnern? Nein. Nein. Um ehrlich zu sein, weiß ich danach gar nichts mehr. Mein Erinnerungsvermögen scheint nicht gut ausgeprägt zu sein. Ich denke dann so, was habe ich eigentlich jetzt heute für Runden gehabt? Und ich habe keine Ahnung, wirklich. Wenn ich Runden aufnehme, für YouTube ist es was anderes, dann weiß ich zumindest, wie viele Runden waren denn so einigermaßen okay. Weil ich es mir aufschreibe. Ja, aber ja, mein Gedächtnis funktioniert nicht. Guck mal, ich bin einer der Menschen, die in die Küche laufen und denken, was wollte ich hier eigentlich? Denn den Kühlschrank öffnen, irgendwas essen und dann merken, ich wollte mir eigentlich was anderes holen. So eine Schere oder so. Ja. Ich dachte, das wäre normal. Wo deine heißt Set Af. Af? Abgezogen sein. Guck mal, dadurch, dass sie eine Taschenlampe mit hat, macht mir das gerade, wo ich die Herausforderung gesehen habe, ein bisschen Angst. Oh, guck mal, Lobo hat mein Smiley. Wie süß der aussieht. Was hat er denn da? FB? Was ist FB? Facebook? Nein. Mal gucken. Irgendwas. Ändern eines einzelnen Emotes. Voll niedlich. Man kann Fächer machen. Ist ja cool. Ach, das ist ein harter Tag. Hier, trink etwas Sprudeltee. Das klingt ekelhaft. Während der Mittagspause spielen wir. Ich habe mir auch mal Sprudeltee gemacht. Also ich weiß nicht, ob sie das damit meinen, aber ich habe mir mal mit Sprudelwasser Tee gemacht. Hä? Das hat nicht geschmeckt. Siehst du ein Emote? Jetzt. Guck mal, ich zeige mir den Finger. Ha, auf meine Vagina. Ja. Oh, du bist so pervers. Ich weiß. Da ist. Okay. Guck mal, ich kannte mal ein Spiel und da haben sie einfach mal so einen Wettbewerb gemacht. Und jeder musste so Kleidung designen und, also nicht jeder, aber man konnte sie halt einschicken. Und derjenige, der gewonnen hatte, hat als Belohnung, dass die Mode auch wirklich kam. Und ich denke mir so, sie haben einfach ihre gesamte Designerarbeit an jemand abgeschoben. Und haben noch nicht mal einen gratis Monat oder so gegeben, weißt du? Für die Gewinner. Wer ist denn der Killer, dieses Geräusch? Weiß ich nicht, aber ich. Das ist, ach, das ist der Todesmutter. Der Liebesbringer. Oh Mann, ey, ich. Ich wollte das Totem da machen.
Das ist nicht gut, wir haben noch gar nichts gemacht. Ja, ich wollte ein Totem da machen. Ich habe auch ein Totem gefunden. Aber ich konnte es nicht machen. Das heißt, es wird nicht angezählt. Hier ist ein Totem. Ich mach das Totem. Mach das Totem. Oh, guck mal. Ja. Warte-Lampe, ne? Ja. Guck mal, was hat ihr denn jetzt? Ja, ja. Die andere wird halt auch nicht mehr verfolgt. Ah. Willst du mal absteigen? Oder willst du? Nee, mach du. Ich häng mal einfach ab. Ah, oh, das wird nicht gut ausgehen. Oh, und sie disconnected. Nein! Jetzt sind wir mit der hier, die noch die Taschenlampe in der Hand hat und gerade diese Faxen gemacht. Klingt vielversprechend. Ja, er hat mich. Was soll denn das? Ich soll verfolgt werden. Hört auf damit. Mach hier noch ein Totem. Totem Nummer 2. Ja. Noch einer disconnected. Das ist vorhergesehen, diese Runde ist beschissen. In dem Moment, wo du gesehen hast, er hat eine Taschenlampe dabei. Heilen oder? Na ja, ah, komm. Ja. Hier, komm mich. Komm, nimm mich. Ich brauche wenigstens ein bisschen. Ja, blöd. Komm, häng mich auf. Ich find's super, dass er einen aufhängt. Und auch, dass er wegläuft, ist auch super. Aber wenn, möchtest du Luke suchen? Nee. Doch, komm. Such mal die Luke. Sicher? Ja. Vielleicht kriegst du dennoch genügend Punkte, dass du wenigstens so ein bisschen rauskommst. Ich find's cool, dass er mich aufgehangen hat. Ey, ich stell mal vor, der würde jetzt auch noch slacken. Netter Killer. Na, ich muss mal gucken. Ja. Ja, bleib einfach. Such dir noch ein Totem oder so. Oh, da ist ein Haken. Da komm ich. Ah!
Wie du noch rumstandest. Ja, ne? So, ich steh nochmal auf. Demonstrativ zu zeigen. Er hätte noch den Mittelfinger zeigen können. Guck mal, wie er sich hing. Also, siehst das gar nicht mehr. Ich habe jetzt 10 Sekunden mehr bekommen. Ja, toll. Wow. Super. Tolle. Ach ja. Schaffst das. 2 Disconnects in einer Runde. Ich werde ja nicht sagen, aber ich hab's ja gesagt. So, ich bin gleich da. Das hoffe ich, weil ich muss auch noch ein bisschen was anderes machen. Wie, was? Du hast nichts anderes zu machen. Wir haben noch 2 Dailies. Ich muss beide machen und das